In der letzten Zeit ging es gerade in meinen Shorts hier auf meinem Kanal sehr häufig um Nintendo Switch-Spiele. Deswegen habe ich mir heute gedacht, packen wir doch mal die PlayStation 4-Spiele nochmal aus. Und da habe ich euch heute fünf meiner PlayStation 4 Herzensspiele mitgebracht. Wie ihr unschwer erkennen könnt, leuchtet mein Raum zu größten Teilen in schönem PlayStation Blau, passend zu den PlayStation 4 Hüllen, selbstverständlich. Wie gesagt, ich habe heute hier fünf Herzensspiele für die PlayStation 4 rausgesucht. Was genau Herzensspiele bedeutet, das können ganz, ganz unterschiedliche Gründe sein, warum ich Spiele als Herzensspiel betitel. Entweder weil sie mir besonders gut gefallen haben, andere besondere Erinnerungen damit habe, oder weil sie irgendwie für mich halt besonders sind. Und das müssen also quasi nicht nur Top-Titel sein. Es gibt einige Spiele auf der PlayStation 4, die, ich sag mal, eine deutlich höhere Wertung haben als Sachen, die jetzt hier zum Beispiel dabei sind. Aber die zählen schon auch zu meinen Herzensspielen, aber weil sie ja besonders gut sind. Aber ich wollte heute mal ein paar andere Gründe aufzählen mit anderen Spielen und deswegen habe ich mir diese fünf Dinger hier rausgesucht. Was nicht heißen soll, dass diese Spiele hier schlecht sind. Also, ja, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Im Übrigen habe ich die letzte Woche einige Zeit damit verbracht, meine ganze Spielesammlung da hinten bei RetroPlays einzuscannen. Denn ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, bei RetroPlays könnt ihr euch ja kostenlos ein Konto erstellen und dort nicht nur Spiele verkaufen und ankaufen und so weiter und so fort. Nein, vor allen Dingen gibt es da ein sehr tolles Feature, was ich jetzt sehr, sehr stark nutze, und zwar die Sammlungsverwaltung. Und die könnt ihr auch kostenlos dort benutzen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal unten in der Videobeschreibung auf meinen Partnerlink von RetroPlays klicken und dann kommt ihr da irgendwann irgendwie auch auf mein Profil und auf meine Profil könnt ihr mir dort folgen. Das heißt, ihr könnt euch ganz in Ruhe digital durch meine Sammlung stöbern, wenn ihr da Bock drauf habt. Deswegen geht's auch mal bei RetroPlays gucken. Unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den passenden Link dazu. Nun geht's aber los mit den Spielen. Ich versuche natürlich größtenteils heute aus der Erinnerung heraus über diese Spiele zu sprechen. Ich habe mir ein bisschen was im Vorfeld nochmal angeguckt aus meinen alten Videos zu diesen Spielen. Ich werde euch auch mit Sicherheit bei dem einen oder anderen etwas Gameplay aus meinen eigenen Videos einblenden, werdet ihr dann aber ja sehen. Denn ich habe zu vielen dieser Titel Videos gemacht, wenn nicht sogar Let's Plays. Das werdet ihr aber dann im Laufe des Videos eingeblendet immer wieder oben sehen. Und das erste Herzensspiel ist direkt ein, ja, auch ein sehr, ja, wie soll ich das nennen? Ein sehr emotionales Spiel gleichzeitig. Es ist der zweite Teil einer Spielereihe, die ich unfassbar gefeiert habe. Vor allem, also den ersten Teil, der war richtig grandios. Der zweite war aber auch sehr gut und ich rede von Ni no Kuni 2. Ni no Kuni 2, der Nachfolger logischerweise von Ni no Kuni 1, und zwar Revenant Kingdom, ist ein bisschen anders gelaufen wie Teil 1. Teil 1 ist ja im Grunde ein klassisches JRPG mit einem rundenbasierten, aber doch Live-Kampfsystem und so weiter und so fort. Und Ni no Kuni 2 hat es ein bisschen anders gemacht, hat auch die Welt ein bisschen anders aufgegriffen, als das in Teil 1 der Fall war, und hatte natürlich eine komplett andere Story mit anderen Charakteren. Und es gab noch ganz, ganz viele weitere Gameplay-Mechaniken, die mir sehr gut gefallen haben, wo ich sehr viel Zeit reingesteckt habe. Und Ni no Kuni 2 ist für mich deswegen ein Herzensspiel, weil es mir, wie gesagt, erstens sehr, sehr gut gefallen hat und weil ich halt auch wirklich viel Zeit davor verbracht habe mit, ich sag mal, meiner Tochter zusammen. Sie hat natürlich nicht, das ist schon ein bisschen her, da war sie noch ein bisschen kleiner, und sie hat natürlich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, worum es in diesem Spiel geht und was da passiert und sowas alles. Sie hat aber gerne mitgeguckt, und was sie mega gut fand, den Städteaufbau, den es in diesem Spiel gab. Man konnte ja seine eigene Stadt gründen und so sein eigenes Königreich sozusagen gründen und aufbauen. Es war letzten Endes nicht so frei, wie man das aus anderen Aufbausimulationsspielen kennt. Klar, es ist halt eigentlich ein Rollenspiel und das war halt nur so ein Beiwerk mehr oder weniger. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und das lief sehr, sehr viel über, dass man Zeit ablaufen lässt. Dann bekam man wieder neue, weiß ich nicht, neue Materialien und neues Geld und so weiter und so fort über dieses Königreich und sowas, was man halt im Spiel auch wieder einsetzen konnte. Und das habe ich sehr, sehr gerne gespielt und vor allen Dingen halt auch sehr, sehr viel Zeit in diese Stadt oder in dieses Königreich gesteckt. Das Spiel an sich ist halt ein, wie ich schon sagte, ein klassisches JRPG. Der Stil ist halt
ich sag mal, fast schon einzigartig, weil es halt auf diesem Studio Ghibli-Stil aufbaut. Bei Teil 1 war Studio Ghibli ja auch noch beteiligt. Ich weiß gar nicht, ob sie bei Teil 2 auch noch dabei waren oder ob das da mittlerweile schon getrennt war. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber es ist halt von Level 5. Und Level 5 sind halt auch die Macher von Professor Layton, soweit ich das im Kopf habe. Und dieser Stil, den sie da machen, diesen Grafikstil, gerade die Charaktere, ist halt ein Anime-Stil oder ein Zeichenstil, den ich sehr gerne mag. Es gibt bei Animes ganz viele unterschiedliche Stile und manche sagen mir nicht zu, aber dieser Stil, gerade dieser märchenhafte Stil mit dieser schönen Musik auch dann dazu, das hat mir einfach sehr, sehr, sehr gut gefallen. Deswegen ist Ni no Kuni 2 für mich ein Herzensspiel, weil ich da einfach sehr gerne mich in dieser Welt aufgehalten habe. Meine Tochter hat gern zugeguckt und das haben wir sonntags, tagsüber den ganzen Tag mehr oder weniger nebenbei laufen lassen und haben immer so alle paar Stunden mal geguckt, hey, was macht denn unser Königreich? Können wir wieder Geld einsammeln und so? Und das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und ihr habt es vielleicht gesehen, hier steht halt, da sind irgendwelche anderen Symbole noch drauf und so. Das ganze Ding stammt nämlich aus der Collector's Edition von diesem Spiel, die sogar bei mir in der Vitrine unten ausgepackt steht, denn da war ein ziemlich cooles Item mit dabei, nämlich die Spieluhr, die die Titelmelodie von Ni no Kuni 2 spielt. Sehr, sehr schönes Lied. Das nächste Spiel geht in eine komplett andere Richtung, denn es ist ein Online-Shooter. Ja, was soll ich sagen? Und zwar ist es Star Wars Battlefront 1. Und warum dieses Spiel ein Herzensspiel von mir ist, kann man eigentlich relativ gut erklären. Denn zum einen ist es natürlich ein Star Wars Game und ich habe nicht so viele Star Wars Games gespielt. Es gibt ganz viele, ich habe auch viele hier rumstehen, ich habe aber noch nicht so viel davon gespielt. Und das, was man hier spielen konnte, nämlich diesen Shooter, das war im Grunde das, was ich, ohne es zu wissen, schon eine ganze Weile gesucht hatte. Ich habe früher sehr, sehr gerne, ich sag mal, Counter-Strike gespielt oder Half-Life einfach online oder halt später dann auch, wie hießen sie denn noch, all die ganzen Online-Spiele so. Battlefield habe ich auch gerne gespielt und Battlefield ist ja ein guter Vergleich, ne? Das ist ja auch nun von DICE entwickelt, genau wie halt auch Battlefront und es ist von EA. Das heißt, es spielte sich sehr, sehr Battlefield-like, so. Aber natürlich nicht mit fetten Knarren und mit fetten Raketen und sonst irgendwas, sondern halt mit Star Wars Lizenz bzw. mit Star Wars Waffen, sprich mit Laserschusswaffen und mit anstatt mit irgendwelchen Panzern rumzufahren, konnte man halt in AT-AT oder AT-ST, ich kann mir es nicht merken, einsteigen oder halt mit einem X-Wing fliegen und so weiter und so fort und halt auch Heldenklassen bekommen, sprich man konnte plötzlich mit Darth Vader rumlaufen oder mit Luke Skywalker oder was weiß ich und das hat mir Es hat einfach mein Star Wars Herz erfüllt. Star Wars, Star Wars. Sag das mal dreimal hintereinander. Star Wars Herz erfüllt. Berührt, whatever. Und dann kommt noch dazu, dass ich das tatsächlich mit meinen alten WoW-Jungs online gespielt habe. Was auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weiß noch, wie wir da in diesen Maps dann probiert haben, irgendwas zu reißen. Manchmal hat es gut geklappt und manchmal doch irgendwie nicht. Aber einfach diese Abende mit Headset an und so, wie das ganz, ganz früher der Fall war. Das hat man selten oder ich habe mittlerweile selten. Und das war zu dieser Zeit einfach irgendwie das, was ich gesucht hatte, ohne es zu wissen. Und dann habe ich es gefunden. Deswegen Star Wars Battlefront 1 für mich auf jeden Fall ein Herzensspiel von der PlayStation 4. Aus den eben genannten Gründen. Es ist Star Wars. Es war online mit den Jungs zusammen. Hat Bock gemacht. Kommen wir nun von Rollenspielen und Shootern zu einem Rennspiel. Und da habe ich auf der PlayStation 4 etwas rausgesucht. Ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, warum ich das als Herzensspiel betitel. Hat aber auch wieder was mit einer anderen Person zu tun, mit Multiplayer und generell auch natürlich mit diesem Spiel. Und zwar rede ich von The Crew. What the fuck, denke ich jetzt wahrscheinlich. Dieses Spiel als Herzensspiel betiteln? Ja, tatsächlich, denn The Crew hat mir unfassbar viel Spaß gemacht damals. Ich hatte das nicht erwartet, was man da machen konnte. Es war im Grunde ja nur ein Open-World-Rennspiel. Es war nichts überragend Neues, nichts unfassbar Krasses. Es hat aber einfach tierisch Spaß gemacht, mit seinem blöden Auto aufgetunt durch die Weltgeschichte, durch Amerika zu ballern, von einer Großstadt in die nächsten zu fahren und wirklich über die Autobahn oder über den Highway zu fliegen, über irgendwelche Brücken und sich diese schöne Welt anzusehen und mit seinem Auto am Sonnenuntergang vorbei über die Weltgeschichte zu jagen. Das hat Spaß gemacht. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt gibt es zwei Gründe, warum es ein Herzensspiel für mich ist. Der erste Grund ist, der ist nicht so ganz wichtig, aber es war tatsächlich, wenn ich das aufklappe, könnt ihr es sehen. Ne?
Es ist nicht das Originalspiel, es ist nämlich ein Pressemuster gewesen. Das war eins meiner ersten Muster, die ich damals bekommen habe von Ubisoft. Aufgrund ein paar kleiner Connections, die ich damals da hatte, habe ich dieses Ding bekommen und das hat mich damals mega gefreut. Ich hatte ein bisschen Kontakt zu Nintendo damals, wo ich hier und da mal was bekommen habe, aber wirklich so ein PlayStation-Spiel, das gab es halt irgendwie ultra selten mal. Und deswegen war ich damals sehr, sehr froh darüber, dass ich dieses Spiel testen konnte. Und dann habe ich das wirklich lange Zeit deswegen auch durchgezogen und es hat, wie gesagt, mega viel Spaß gemacht. Und der nächste Grund, warum es ein Herzensspiel ist für mich, weil ich das Ganze in Videoform mit dem Lee damals zusammen verwurstet habe. Der Lee, ein alter YouTube-Kumpel von mir, ich weiß nicht, wer ihn von euch noch kennt, macht leider keine YouTube-Videos mehr. Zumindest halt nicht so in dem Stil, wie er es damals gemacht hat. Und mit dem habe ich zusammen einen Roadtrip gemacht. Er mit seiner Karre, ich mit meiner Karre und dann sind wir zusammen, haben wir gelabert, sind durch die Weltgeschichte gebrettert und haben das Ganze aufgenommen. Und das hat damals mega viel Bock gemacht mit ihm. Und daran erinnere ich mich immer gerne wieder zurück. Wenn ich so durch mein Regal hinten gucke und mir meine ganzen Spiele ansehe, dann denke ich oft, klar, erstmal an die Spiele und denke darüber nach, oh, was war das für ein geiles Spiel, wenn ich zum Beispiel jetzt ein The Witcher nehme oder ein God of War oder sowas. Geile Spiele, geile Geschichten, Emotionen und so weiter und so fort. Aber danach denke ich sofort an die Spiele, mit denen ich für mich schöne Momente hatte. Sprich, nicht nur das Spiel an sich gut war, sondern halt die Momente, die ich damit hatte, einfach toll waren. Und dazu zählt auch definitiv The Crew. Und deswegen reiht sich dieses Spiel nahtlos in diese Reihe hier ein. Grüße gehen da übrigens raus an die Connection von Ubisoft damals. Du wirst wissen, wen ich meine, dass ich dich meine. Und natürlich auch an den Lee, selbstverständlich, falls du das siehst. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was ich alleine gespielt habe. Und ich habe hier das Bundle mit Teil 1 und Teil 2. Es geht aber in meinem Fall jetzt eigentlich nur um Teil 1. Teil 2, da habe ich auch eine lustige kleine Story dazu, aber das habe ich nicht gespielt aus Gründen. Aber Teil 1 habe ich damals sogar Let's Played. Und das ist auch der erste Grund, warum ich das als Herzensspiel betitel, weil gerade diese Reise, auf die ich mich da begeben habe bei diesem Spiel, in Form eines Let's Plays festzuhalten, sehr, sehr cool war damals. Aber das Spiel an sich ist in diesem Fall das Herzensding, beziehungsweise die Geschichte, die dahinter steckt, und zwar rede ich von Unravel. Kennt ihr noch Unravel? War eins der ersten, ich sag mal so, Indie-Games, die von EA größer gepublished wurden später. Ne? Das heißt, das Ding ist ein Indie-Game, ne? Das hat hier, ich glaube, Coldwood Studios heißen, sie, wenn ich das richtig hier sehe. Die haben dieses Spiel gemacht und EA hat gesagt, hey, ich hab da ein bisschen Kohle, macht was Geiles und dann bringen wir das raus. Das gab es auch zuerst gar nicht als Retail-Fassung. Das kam wirklich erst später raus, nachdem halt Teil 2 auch noch rauskam, Unravel 2. Aber Teil 1 habe ich damals halt wirklich gespielt, weil ich Bock auf dieses Gameplay und dieses Spiel hatte. Und ich wusste damals, dass da eine emotionale Geschichte erzählt wird. Bei Unravel geht es nämlich darum, dass wir das kleine Jani-Männchen, also wir spielen Jani, das kleine Garnmännchen, und Jani lebt oder kommt in ein Haus, beziehungsweise lebt in einem Haus von einer Familie. Wird am Anfang so ein bisschen aufgedröselt und rennt dann durch dieses Haus durch und kann in die einzelnen Bilder hineingehen. Und in diesen Bildern erleben wir oder spielen wir quasi die Lebensabschnitte der Familie nach. Und diese ganze Familiengeschichte, die sich quasi von der Geburt der Kinder an erstreckt bis letzten Endes, ja, ich will jetzt gar nicht hier groß spoilern, aber es, wie gesagt, es erzählt die komplette Lebensgeschichte dieser Familie mehr oder weniger mit Höhen und Tiefen, mit dem Großwerden der Kinder. Und das war damals zu einer Zeit, wo meine Tochter auch halt sehr präsent war, weil sie halt gerade in dem Alter war, wo sie ein bisschen Sachen erleben wollte. Klar, mittlerweile ist meine Tochter deutlich größer und will noch mehr erleben, aber es ist halt einfach ein bisschen anders gewesen damals. Das passte perfekt für mich in diese Zeit rein, ne? Und dann, weiß ich nicht, sind wir einmal durch den Wald gegangen, meine Frau, meine Tochter, damals noch die zwei Hunde und ich. Und dann habe ich die ganze Zeit dieses Spiel, beziehungsweise diese Geschichte, diese Parallelen mehr oder weniger so ein bisschen zu dieser Familie aus dem Spiel gesehen und zu meiner Familie. Natürlich driften sie im Spiel in irgendwo eine Richtung ab, wo sie bei mir hier Gott sei Dank nicht hingedriftet sind. Aber trotzdem hat man so ein bisschen so eine höhere Bindung zu so einem Spiel, zu so einer Geschichte, wenn man selber halt, wie in diesem Fall, Familienvater ist. Ne? Und dann kann man sowas vielleicht ein bisschen eher fühlen oder mag solche Sachen eher oder sie packen einen eher, als das bei anderen Leuten vielleicht der Fall ist, die halt keine Kinder haben oder keine Familie haben. Und deswegen ist Unravel 1 für mich ein, falls auch das erste Indie-Spiel ist, was ich halt so richtig als,
Naja, es gab sicher noch andere davor, sowas wie Flow oder Flower und solche Sachen. Doch Journey damals war halt ein großes Ding. Aber Unravel war so für mich der Startschuss, dass ich halt gesagt habe, wow, Indie-Spiele, her damit, die erzählen geile Geschichten und verbinden das in diesem Fall noch mit einem coolen Gameplay und mit einem coolen Art-Design, mit einem coolen Charakter und sowas, mochte ich sehr, sehr gerne und deswegen ist das einfach auch ein absolutes Herzensspiel von mir. Habe ich schon oft in Videos erwähnt und ich habe damals, wie gesagt, ein Let's Play dazu gemacht, das werde ich natürlich verlinken. Ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, man kann es sich aber trotzdem immer noch angucken. Deswegen, wenn ihr Bock auf Unravel habt, habt es noch nicht gesehen, guckt doch mal mein Let's Play. Ich glaube, das ist ganz nett geworden. Unravel. Das letzte Spiel für heute geht jetzt wieder in die Richtung Shooter, aber in die Richtung Singleplayer-Shooter. Und ich bin ein, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen Fan von Shootern oder ein Fan von Shooter-Kampagnen oder irgendwie sowas. Aber wenn diese Dinger gut sind und einen bestimmten Flair mit sich bringen, ich kann das gar nicht genau beschreiben, dann ist das schon so mein Ding. Klar, es gibt viele Shooter, wie, weiß ich nicht, ein Doom aus 2016 ist geil, kann man spielen, ballert man rum, macht Bock. Es sind aber keine Dinger, die ich irgendwie durchziehe oder wo ich dann 10 Stunden am Ball bleibe, nur weil das Gameplay geil ist. Ja, vielleicht, aber das sind jetzt keine Spiele, die mir so groß in Erinnerung bleiben, irgendwie, ne? Aber dieses Spiel hier ist auch aus mehreren Gründen hier an dieser Liste. Einmal, weil das Spiel an sich toll war. Und da kommen wir gleich dann zu. Ich sag's erstmal, bevor ich hier noch weiter an den heißen Brei rede. Und zwar ist es Titanfall 2. Titanfall 2 hat laut, ja, vielen Leuten, die es gespielt haben, eine der besten Ego-Shooter-Kampagnen oder Geschichten überhaupt. Und dem muss ich zustimmen. So, ich mochte die Shooter-Kampagne oder diese Kampagne von Titanfall 2 sehr, sehr gerne. Und das Ganze verbinde ich selbstverständlich mit meinen Special-Videos, mit meinen Angezockt-Abenden. Denn ich habe damals angefangen mit diesen, ja, angezockt Abenden und im ersten Teil hatte ich Titanfall 2 mit dabei und ich habe dann am Anfang überlegt, hey, eins von diesen Spielen, die du angespielt hast an dem Abend, das wirst du weiterspielen. Und ich hatte natürlich mehrere Sachen dazu Auswahl und am Ende ist es Titanfall 2 geworden, weil es mich direkt in den ersten paar Minuten, die ich halt an dem Abend angespielt habe, so geflasht hat, wie das inszeniert ist, wie brachial dieses Spiel ist, wie geil das mit diesem Titan ist. Ich glaube einfach, dass Titanfall 2 gerade die Kampagne sehr, sehr unterschätzt ist. Dieses Spiel kostet ja auch im Grunde so gut wie nichts mehr. Und die Kampagne geht nicht lange. Ich glaube, ich habe 6 Stunden gebraucht oder so. Was aber in dieser Kampagne erzählt wird, klar, es ist jetzt keine unfassbar emotional krasse Geschichte, die man noch nicht vorher kannte, so, ne? Man kann sich halt vorstellen, ne? Wir spielen halt diesen Titan-Piloten, der dann einen neuen Titan zugewiesen bekommt und dann zu ihm eine Bindung aufbaut. Ja, und es passieren natürlich ein paar emotionale Sachen, aber alles nichts, was jetzt irgendwie nicht vorhersehbar oder was man nicht schon kannte. So, ne? Trotzdem hat dieses Spiel mich mega begeistert, weil einfach auch das Level-Design so einzigartig ist, weil es mit dem Gameplay verknüpft wurde. Es gibt ein Level, ich will da gar nicht viel spoilern, in der wir aber quasi ja so ein bisschen das Level so verändern können, mit einem Gimmick, was wir da bekommen, mit einem Gadget im Spiel, dass wir uns durch dieses Level quasi in absolut geiler Manier durchballern können. Ich will es nicht verraten, spiel es einfach selber. Es ist für, ich glaube, der Raketenlanzer hat damals gesagt, ey, eins der besten Videospiel-Level aller Zeiten überhaupt, wie sie das gemacht haben. Ja, es ist auf jeden Fall ein großartiges Ding, hat mega Bock gemacht. Und als das Ding dann nach 6,5 Stunden irgendwie am Ende war und der Abspann lief, war ich sehr, sehr zufrieden damit. Ne? Es ist wirklich ein tolles Ding und es erinnert mich immer irgendwie an den Start dieser angezockt Abende, dass ich das dann auch danach noch durchgezogen habe. War ein cooles Ding. Und wie gesagt, es kostet nicht die Welt. Ist eine schöne Kampagne. Den Multiplayer habe ich nicht gespielt. Das ist ja so im Grunde der Vorläufer zu einem, wie heißt das denn? Na, ihr seht's, ich habe es mir nicht gemerkt, weil mich das absolut nicht interessiert. Ich glaube, Apex Legends ist es, ne? Kann das sein? Ja, auf jeden Fall ist er dann, ja genau, Apex Legends ist quasi der Multiplayer-Titel, der hieraus entstanden ist, aus Titanfall und Titanfall 2. Ja, deswegen kann ich nur empfehlen, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Tolles Ding. By the way, wenn ihr wissen möchtet, was meine lustige Story zu Unravel 2 ist, dann solltet ihr doch mal hier den
Kanal abonnieren und wieder dabei bleiben, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, denn ich plane wieder einen weiteren Teil Geschichten eines Gamers und da wird diese Story bestimmt mit dabei sein. Da werde ich das dann erzählen, nicht hier in diesem Video. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen diese Spiele näher bringen und warum sie halt für mich so wichtige Spiele sind. Klar, ich hatte es eben schon gesagt, ein God of War von 2018 oder auch ein The Witcher 3 sind natürlich vom Impact her, von der Story her, von dem ganzen Spiel her, natürlich deutlich krassere Spiele, die jetzt hier teilweise dabei waren. Nichtsdestotrotz sind das auch Herzensspiele irgendwo, aber diese Dinger hier haben es mir halt doch noch irgendwie ganz besonders angetan. Gibt bestimmt noch mehr, vielleicht gibt es auch einen zweiten Teil irgendwann. Aber ich glaube, beim nächsten Mal machen wir dann Herzensspiele der Switch oder irgendwie so. Gut, ich bin raus, bis dann, tschüss!